Aber das finde ich mal echt schick hier. Mitten Alter. Reingeflogen, alles ist vor mir weggeflogen. Das wird sich. Ja, da guck mal, da siehst du. Guck mal, wie geil. Sorry, ich kann gerade mich nicht aufs Clash konzentrieren. Ich finde das gerade nur geil, wie die den Hafen hier in Malta dargestellt haben mit den alten Festungen hier. Mit den. Oh, guck mal, da kommt ein Hai. Ich muss doch mal spielen. Achso, willkommen von dem Punkstar. Ja, von Zeit zu Zeit ist es ganz gut, sich mal aufs Spiel zu konzentrieren. Naran und ich fliegen eine Runde Wars an der. So, worauf schießt man Heck-MG? Aua, ich hab's von oben getroffen. Ist denn das? Eine MiG-3. Mit der können... Ach, der Motor von der ist aus. Das ist gut. Tschüss, MiG. Tschüss. Meine Fresse, der hat britische Konkarden auf die deutsche Heinkel gemalt, der muss auf jeden Fall runter. Ach shit, ja. Ey, schon wieder verschossen, die Maschinenkanone. Oh, ne MiG. Also eine Heinkel habe ich gerade abgeschossen, das V5. Oh, ich habe eine Spitfire am Arsch. Ja, ich hab, das war die. Ich hab eine Spitfire am Arsch. Could use some help. Ich versuche mich gerade zu orientieren. Die MiG ist nicht mehr hinter dir. Die MiG ist nicht mehr hinter dir. Shit. Die Lack ist da jetzt auch weg. Hier ohne Ende. Direkt hinter mir. Der ist direkt hinter mir. Ich glaub's nicht. Nur wieso kann... Mein Heck-MG kann nur so schießen. Ich seh dich überhaupt nicht, aber da ist die, Spit. Ah, jetzt sehe ich dich. Und ich sehe die Spit. Ah, ich werde aber abgelenkt. Eine Lack. Kommen wir in Reichweite. Okay, die ist zu schnell für mich. Ich guck mal, wo du hin bist. Ah, da hinten mit der Spit. Ich versuch dich mal irgendwie einzuholen. Ich glaube, dass du das noch schaffst, bevor ich runtergehe. Das ist echt schlecht. Das Einzige, was du noch spiel hast... an der Spit ran. Jetzt muss ich mir nachladen, ey, Alter. Ich hab nichts nachladen, mehr. Mein ganzer Flieger ist Schrott. Och, das mein ist doch ganzer... zum Kotzen mit dem Nachladen. Mein Flieger fliegt nur noch, weil die Triebwerke noch funktionieren. Oh, toll, ich kann nicht mehr retten. Eine Lack 3 hing an mir dran. Oh, ey, das Nachladen hat zu lange gedauert. Jetzt komme ich mit meinem Eisenschwein. Ey, aber meine U87, die fliegt hier raus. Ich brauche keine 3 Bomber im Deck. Die fliegt raus. Ich hole mir da doch diesen Italiener, diese MC202. Subunde hat sich sehr lobend darüber geäußert. Gut, will nicht viel heißen, hat nicht keine Ahnung. Also von dem Spiel hier. Ja, ich konnte meinen Flieger gar nicht mehr manövrieren, es ging wirklich nur auf die Triebwerke und sonst nichts mehr. Das war gerade echt kacke. Ja, ich hing hinter dir und der Spit dran und ich habe halt auf die Spit auch geschossen, aber dann war halt alles verschossen, meine Muni, und bis ich nachgeladen hatte, hatte mich die Lack runtergeholt. Ich komme jetzt mit der B0. Ach shit, erstmal die Bomben abwerfen, bin ich ja so lahm. Kommen deine Richtung. Den da unten nehme ich gerade mit. Weil der will das so scheinbar. Ja, gehst auch gerade auf. Ich teile mir die P26, die an dir dranhängt. Er qualmt, aber ich habe ihn nicht abschießen können. Ich komme wieder. Ihr seid ziemlich weit von mir weg, ich muss Gas geben. Shit. Fucking Hurricane direkt vor mir. Nee. Die gehen mir auf die Senkel. Die Bappe da, ja. Mit 3 Mann an mir dran oder was? Ajo. Mit dem P-Shooter, der Hurricane und noch irgendwas. Jo, runter bin ich. Oh, jetzt habe ich noch 3 Bomber. Super. Bei einer Domination-Mission. Super, die komme ich halt mit der Stuka, die hat wenigstens ein bisschen offensive Waffen.
Wie gesagt, deshalb muss einer von den Bombern gehen. Aber ich lieb halt die Heinkel und die U88, weil ich die Stucke halt auch geil. Aber ich brauche keine 2 Einser-Decks. Alter! Ich hab grad ein bisschen zugeguckt, wie meine Bombe fällt. Toll. Jetzt hat mich schon wieder so ein scheiß Russenjäger abgeschossen. Die sind doch echt... Oh, guck mal, wie also das finde ich an dem Spiel sieht. Aber so geil, diese Maps. Also das finde ich mal groß. Hier, was für eine abartige Arbeit muss das gewesen sein, das Ding hier so aufzubauen. Ich kann es ja ungefähr beurteilen, so als Modder, ja. Ey, jetzt hängt mir schon wieder was dran. Seh dich, du bist viel zu weit weg. Du bist 3 Kilometer von mir weg. Ich komme nicht rechtzeitig bei dir an. Das ist eine 16. Der überholt dich jetzt, der ist zu schnell. Der fliegt ganz kranke Kurven, damit er nicht reinkracht. Jetzt, och, jetzt hast du noch eine Hurricane dazu gekriegt. Und eine Gladiator. Wo bist du? Da bist du. Mann, jetzt haben sie mich von 2 Seiten mit 3, 4, 5 hier. Nein, das gibt's doch nicht. Haha, ich hab Flugzeug zerstört. Da. Ja, ich hab's gerade einen Felsenkrachen sehen vor mir. Groß, ganz groß. Deshalb liebe ich Tiefflug. So, jetzt komm ich mit den Bombern. Als Gunship quasi. Da, Profi. Ich hab jetzt selbst mal einen gerammt. So einen mit so einem Überflieger. Einfach weil ich die Gelegenheit dazu hat. Weil es schiel. Inter, Alter. Was fliegt der hier mit so einem Ding rum? Das sah aus, als wäre es 2005 vom Band gelaufen, Alter. Schießt mit 5 MGs von hinten auf mich oder was weiß ich. Richtige Bitch. Hab ich ihn gerammt. Ich hab eigentlich versucht, mit meinem Flügel seinen Flügel so anzuditschen, dass er quasi abstürzt dadurch, aber... leider auch abgestürzt, aber das war's wert, auf jeden Fall. Leck mich, Spitfire. Ah, ist ein Hurricane, oh gut. Yeah, you little bitch. Oh fuck, wie viele sind das hier? Boah, wie soll ich denn zu viele. Wenn ich gleich abgeschossen bin, gucke ich mal, wie viel von unserem Team ob alles brenne ich schon. Ne? Das kann nicht lang. Ja, gut, bin ich weg. Ey, das sind einfach zu viele. Sag mal, was macht denn unser Team? Also eigentlich fehlen von unserem Team nur 2, von denen schon 3. Die halt nichts mehr haben. Ich habe jetzt, bin jetzt bei der letzten Maschine, bei der 111. Die U8 hat jetzt nicht so viel gerissen als Gunship. Ich hab jetzt einen Bomber, ey. Eigentlich ein bisschen mehr MGs. Mal gucken. Dafür ist aber noch empfindlicher und das Kurvenverhalten ist von der seekranken Kuh. Ja, ich muss jetzt die U fliegen, ey. Freue mich auch ganz schön. Ich werfe mal meine ganzen Bomben ab. Außerdem habe ich immer so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht gerade unten in dem Bereich, wo sie einschlagen, jemand in Tiefflug drüber fliegt. Wobei bei den 50 Kilo Bomben robben ja nichts. Die machen ja keinen großen Sprengkreis. Wenn du so mit 250 oder 500 abwirfst und da fliegt einer im Tiefflug drüber, da machst du was kaputt mit. 1000 Tonnen Bomben, die robben. Ja, aber die wirst du nicht an einem der deutschen Bomber finden. Nee. So, ich greife jetzt mal an mit meiner U. Oh, da hinten fliegt eine Fury, die ist schon qualmt. Ich guck mal, ob ich die mit in meinen MGs nehmen kann. Och, direkt brennt ein scheiß Triebwerk von mir. Erzähl gleich. Wieso hab ich denn direkt wieder Verfolger am Arsch? Ja, das eine Triebwerk ist ausgefallen.
Da freut man sich doch. Kann ich mit einem Triebwerk wieder angreifen. Ich freue mich. Das sieht so behindert aus gerade. Geht den Flieger kaum noch gerade. Du hast mit dem Bomber einfach keine Chance gegen sowas. Das ist nicht seine Aufgabe, das kann er nicht. Nee, aber du kannst wenigstens ein bisschen Schaden für dein Team machen, indem sie halt bindest, du besparst sie, weil du leichte Beute bist, jagen sie dich. Das heißt, theoretisch könnten deine Jäger sich an ihren Arsch setzen und du machst natürlich wenigstens ein bisschen mit Schaden mit deinen MGs und hilfst damit hoffentlich auch ein bisschen. Besser als nix. Ich hab ja direkt meinen Flügel verloren. Aber ich versteh's halt nicht. Also ich muss in den Hacken, ich meine, was, wo ist denn unser Team? Ich sehe da immer hauptsächlich Feindjäger. Unser Team. Unser bester Jäger hat mittlerweile auch keine Fliege mehr, der hat 11 Feindflieger abgeschossen. Ja, ole ole. Ich muss jetzt in den Hangar. Gut, dann sage ich an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Gefecht hier. Tschüss.